So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute ist jetzt Freitag, der letzte Handelstag der Woche. Die Situation wird durch die Quartalsergebnisse, die nachbörslich in Amerika veröffentlicht werden, natürlich nicht einfacher. Und so mussten gestern einige große Player kräftige Kursverluste erleiden, darunter eine Microsoft, eine Google, Visa und der vierte weiß ich jetzt gerade nicht. Und deshalb ist hier eben auch der Nasdaq, nachdem ich ja hier das vor der EZB-Sitzung gecancelt habe, hier das Nasdaq-Setup, was jetzt hier auch ein Fehltrade geworden wäre, ja, mit dem Unterschreiten des EMA 200. Es gab jetzt hier, so ein Stopp wäre hier dann etwa gelegen, wäre man hier auch kurz ausgestoppt worden. Und nachbörslich ging es kurz hoch und dann gab es aber einen kräftigen Abverkauf, ja, für die Quartalsergebnisse, die wirklich, ja, mit 4-5% liegen die großen Werte jetzt hinten. Ist es hier gerade ein Prozentpunkt, wo der Nasdaq nachgegeben hat, ja, ist auch eigentlich recht verwunderlich, dass es nur so einen kleinen Rückschlag jetzt erstmal auch gibt. Nichtsdestotrotz ja, wird die Situation jetzt eben nicht einfacher. Die Kursziele hier auf der Oberseite, wo jetzt im anderen Chart war es drin, als es hier auf der Hauptbörse umgestellt war. Hier hat man es eben gesehen. Es gab eben vorbörslich mal einen Kurs genau an der 4600er Marke. Da wurde hier jetzt ein Gap sozusagen nur vorbörslich geschlossen. Das war ja auch das Ziel einer möglichen, ja, Ende einer Aufwärtsbewegung oder eben auch nur kurzfristig. Aber wie jetzt auch im DAX oder auch bei der Telekom oder BASF, es gibt jetzt eben hier jetzt leider eben mehrere Varianten, aber die werde ich eben nachher ansprechen. Aber zuerst nochmal hier auf dieses Nasdaq Setup beziehungsweise den Nasdaq. Wie man jetzt hier sieht, wird diese Marke, diese Unterstützung eben durchbrochen, wenn ich das wieder auf die Indikation umstelle. Das heißt, hier diese Zone, zwar nachbörslich wurden hier eben Kurse gestellt, aber im normalen Handel bedeutet das jetzt unter 4,520, also jeder Stundenclose noch unter 4,520, muss man jetzt hier nur mit einem kleinen Rücklauf rechnen und dass es dann hier weiter abwärts geht. Aber allgemein sind die Märkte noch sehr stark, auch Japan legt noch kräftig zu. Also es ist wirklich schwierig, da jetzt ja, eine zuverlässige Prognose zu liefern. Allerdings hier kann man jetzt, wenn man, ich stelle es nochmal auf den normalen Nasdaq um, hier würde sehr oft der Kurs eben angelaufen, ist eine wichtige Marke. Also ein Band ist jetzt nicht unbedingt eine komplette Marke, aber so alles, was jetzt rund, kann man noch bis hier ein bisschen nach oben nehmen. 4523 oder 25, nimmt mal halt einfach die 25. Alles, was jetzt hier darunter gehandelt wird und eben es nicht zu einem Gap Close kommt, ist natürlich dann erstmal mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung dann zu rechnen. Das ist jetzt hier, kann man das jetzt hier schon klar formulieren. Im DAX ist es jetzt halt so, hat er den Wochenwiderstand ja auch per Tagesclose erstmal überwunden, aber natürlich im Wochenchart, ja, es ist jetzt noch wichtig, was die nächsten, das ist ja hier Xetra, was er jetzt die nächsten 7,5 Stunden noch auf das Parkett zaubert. Vielleicht wird er eben genau bei 10.360, 65 vielleicht schließen und ist dann eben zu, dann kommt es eben zu einer Korrektur, weil dann halt die Marke auf Wochenbasis eben noch Bestand hat. Deswegen weiter jetzt hier im DAX kann ich jetzt hier noch sagen, dass hier eine Welle möglicherweise eben zu Ende ist und alles, was jetzt noch über
9.400, was ist es, 80 eben gehandelt wird, kann sich das dann eben, kann man schon sagen, fast noch beliebig nach oben dann fortsetzen. Für mich wäre jetzt hier noch eine wichtige Marke eben zu nennen. Diese Aufwärtsbewegung kann eben korrigiert werden. Wenn jetzt hier nur ein Gap Close bei 9.780 stattfinden sollte, oder 9.760 rum, und es dann sofort wieder nach oben geht, dann hat sich das für mich eher, oder hat sich das dann bestätigt, dass es dann eben weiter nach oben geht. Sollte es hier nur nochmal einen Rücklauf an die 9.900er Marke kommen, also es wäre jetzt hier eher Richtung EMA 38, und es dann wieder nach oben abprallt, wäre auch für mich ein Einstiegssignal. Wenn es natürlich nur bis 10.130, das wäre hier EMA 200, EMA 10, wäre es eben für mich stark bullisch sogar, dass es weiter nach oben geht. Aber im S&P 500 Index hat man eben auch einen wichtigen Marke erreicht, und von dort gab es jetzt größere Gewinnmitnahmen. Allerdings, wie jetzt eben auch schon gestern im Video besprochen, ist das für eine Welle eigentlich relativ, zu kurz, und da fehlt dann eben auch noch was. Ja. Deswegen wird es schon mit dem DAX passen. Und mit der Stärke der Märkte, dass eben hier es nur maximal zur 10.180 ein Rücklauf stattfindet und es dann sich nach oben auffächert. Dann kommen wir eben zu der Frage, was jetzt mittelfristig bei Telekom und bei der BASF für mich mittelfristig ist. Hier sieht man eben auch, dass hier eine Welle eben zu Ende sein kann. Jeder Rücklauf, der jetzt überhalb der Aufwärtstrendlinie stattfindet, ist für mich bullisch. Deswegen mittelfristig aufwärts, solange eben hier diese Linie sowieso hält, beziehungsweise dieses Low hier nicht unterschritten wird, beziehungsweise die komplette Zone, aber hier kann man eigentlich schon auch auf das Low gehen, also 17,85 rum. Das ist jetzt für mich alles mittelfristig, sind hier, richtet sich für mich das Bild hier bei der Telekom eher nach oben, der Blick richtet sich nach oben. Und bislang hält sowieso der Kurs sich über der Linie, hier gab es ein Pullback, also passt es im Moment. Bei BASF ist im Prinzip relativ, nicht ein gleiches Bild, auch nicht ganz ähnlich, aber nur die Situation der letzten Bewegung, alles was jetzt hier sich über 65, 30 abspielt, ist für mich bullisch, also mittelfristig steigende Kurse. Natürlich spätestens mit dem Unterschreiten von 61, 60 ist es negativ. Ja, also da ist dann nichts mit Bullish, dann hat sich hier das Bild eben anders dargestellt. Und dann dürfte natürlich auch den großen Katzenjammer dann stattfinden im Sommer bei den Märkten. Aber wie anfangs eben besprochen, es sind die viele negative Ergebnisse werden von den Märkten aktuell ignoriert. Also sieht es erstmal danach aus, dass der Markt eben nach oben will. Und hier bei den DAX-Aktien, zeigt sich für mich ein starkes Bild eher. Linde hat hier aber diesen Widerstand hatte ich eigentlich dann auch in der anderen Besprechung draußen. Aber man sieht doch, der hat hier genau gewirkt. Sollte aber hier, um die Welle hier fertig zu machen, nochmal nach oben gehen. Aber hier liegt man ja im Plus. Bayer kommt hier direkt am EMA 200, kommt die Aufwärtsbewegung eben ins Stocken, war hier so eingezeichnet, deswegen kann jetzt hier, wenn man den DAX sieht, wenn der jetzt circa 200 Punkte abgibt, dann dürfte hier Bayer nochmal rund 100 auf 108 runtergehen, eben nicht mehr so tief bis 106 und dann weiter
aufwärts gehen. Das waren jetzt hier die wichtigen DAX-Aktien, MDAX-Aktien. Da gab es ja Dürr, der Ausbruch, aber ich werde nachher noch einen Artikel schreiben. Da hatte ich ja vier zusammengefasst. Ich glaube sogar, das war eben dann die K&S. Da liegt man ja deutlich im Plus. Die Dürr und im DAX waren das. Die Deutsche Telekom. Ich glaube die Linde. Also alle sind ja aktiviert worden. Dann noch kurz zum Öl. Gestern die Triggermarke heftig durchstoßen. Stopp gesenkt. Der hat hier gerade so gehalten und sollte noch einmal eine Welle runter. Ja, eine Welle runter. Sich ausdehnen. Allerdings zu dem Kursziel, was hier eingezeichnet war, ist es jetzt schon noch ein Stück weit weg. Ist nicht ganz so prickelnd zu Silber. Kann hier jetzt leicht mit einem Tagesverlauf ansteigen. Gold dagegen. Ja, gut, in den letzten paar Minuten auch leicht wieder angestiegen. Vorher stand es noch bei 1244, hält sich über dem Rainbow-Indikator. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.